Wir haben zwei Fondsmanager und der eine heißt Herr Maximin und der Herr Maximin ist ein sehr vorsichtiger Manager. Schau mal hin, vorsichtig. Und auf der anderen Seite haben wir den Herr Maximax und der Herr Maximax ist ein sehr, sehr optimistischer Fondsmanager. Ich schreibe mal in Klammern hin, optimistisch. Und beide haben jetzt zwei verschiedene Aktien im Auge. Und zwar zum einen haben sie die BASF und zum anderen haben sie die Apple-Aktie im Auge. Und sagen jetzt eben, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von ein Drittel wir eben einen Boom haben werden. Wenn das der Fall ist, wird die BASF-Aktie um 11% steigen. Die Apple-Aktie wird um 24% steigen. Mit einer Wahrscheinlichkeit von ein Drittel wird es eine Stagnation geben. Und da wird die BASF-Aktie wieder sehr konstant bleiben bei 11%, weil dieser Ertrag stark ist. Die Apple-Aktie wird sich dann eben aber nicht bewegen, so ihre Einschätzung. Und schließlich gibt es dann das dritte Szenario, und das ist das Szenario einer Rezession. Wieder mit der gleichen Wahrscheinlichkeit, also wir sagen ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Und in diesem Fall bleibt die BASF-Aktie wieder konstant bei 11%. Und die Apple-Aktie fällt hier in diesem Fall eben bei 20%. Und beide wollen jetzt eben entscheiden, ob sie die BASF-Aktie oder die Apple-Aktie ins Portfolio nehmen sollen. Und der Herr Maximin geht jetzt eben so vor und sagt sich, ich bin ein sehr vorsichtiger Investor, deshalb möchte ich den minimalsten Punkt, also die niedrigste Rendite, die ich kriegen kann, bei jeder verschiedenen Situation, die eben in der Zukunft vorkommen kann, diese möchte ich maximieren. Also er möchte hier dieses Min, den Tiefpunkt oder den niedrigsten Punkt eben immer maximieren. Er macht sich also einen Notizzettel und sagt, ich habe die BASF-Aktie und die Apple-Aktie zur Auswahl. Und das Schlechteste, was mit der BASF-Aktie passieren kann, ist, dass ich 11% bekomme, nicht wahr? Also in jedem Zustand, in der Boomphase, in der Stagnations- oder in der Rezessionsphase, kriege ich immer 11%. Und bei der Apple-Aktie ist es eben so, dass das Schlechteste, was mir passieren kann, oder mein niedrigster Punkt, die niedrigste Rendite, die ich bekommen kann, sind hier die minus 20%, die ich kriege im Falle einer Rezession. Weil in der Stagnation kriege ich 0%. Rendite, in der Boomphase kriege ich eine 24%ige Rendite. Das heißt, auf seinem Notizzettel notiert er sich hier die minus 20%, das Schlechteste, was ihm passieren kann. Das hier jetzt eben also so ein Spickzettel. Und wenn er diese zwei Alternativen jetzt eben vergleicht, ob er die BASF-Aktie oder die Apple-Aktie kaufen soll, dann entscheidet er sich für die Aktie. Er maximiert also den niedrigsten Punkt. Er kauft also die Aktie, wo die höchste Rendite kriegen kann. Vom niedrigsten Punkt, also in unserem Fall die 11% her und kauft sich daneben die BASF-Aktie. Der Herr Maximax auf der anderen Seite hat ein ganz anderes Entscheidungskriterium. Er ist eben sehr optimistisch und was er macht, er macht sich auch so einen Notizzettel, schreibt sich die zwei Aktien nochmal auf, BASF und Apple. Und er stellt sich jetzt eben die Frage, welches das beste Szenario, was ist das Szenario, wo die maximalste Rendite kriegen kann. Und da guckt sich jetzt eben die BASF-Aktie an und schaut sich an, dass er in jedem Zustand eben nur maximal 11% kriegt. Notiert sich das in seinem Notizbuch, 11%. Bei der Apple-Aktie genauso. Er guckt sich jeden Zustand an, Boom, Stagnation, Rezession. Notiert sich hier die bestmöglichste Rendite, die er kriegen könnte. Das sind in unserem Fall 24%. Er schaut eben hier eben nach den Maxima nach den höchsten Punkten. Und was er dann macht in einem zweiten Schritt ist, er vergleicht diese zwei Höchstrenditen, die er bekommen kann von den Aktien und wählt diese Rendite aus oder diese Aktie aus, die ihm natürlich die höchste Rendite verspricht. Also in unserem Fall die 24%. Sodass wir eben die Situation haben, dass der Herr Maximin, der sehr konservativ ist, die BASF-Aktie kauft und der Herr Maximax die Apple-Aktie kauft.